Ja, hallo, da bist du wieder. Hallo. So. Ja, Andreas Pietschmann, einfach ein, für mich persönlich einer der besten deutschen Charakterschauspieler. Ich finde einfach, du hast eine richtig geile Ausstrahlung und das kommt jetzt nochmal als Captain mit den Narben richtig gut rüber. Als du dich zum ersten Mal im Spiegel gesehen hast, was war das für ein Gefühl? Als das erste Mal? Als du dich im Spiegel gesehen hast mit den ganzen aufgeklebten Narben, die nun wirklich sehr, sehr cool aussehen und die dir so ein richtig tolles irgendwie so Pokerface geben. Meine Gedanken waren, was für tolle Departments wir haben bei 1899, nämlich so eine tolle Maske. Die Tina, die zusammen mit ihrem Team, Christina Wagner, mir dieses Gesicht gezaubert hat und mir sozusagen diese Entstellung gegeben hat, die mich in eine andere Ebene gehoben haben oder auf einen anderen Punkt in dem Leben dieses Kapitäns, denn der ist wohl ganz anders als ich. Genauso aber auch Bina Deigeler, die mir die Klamotten angezogen hat und ich habe gemerkt, Kleider machen Leute, das ist die halbe Miete, also ich habe gar nicht viel gemacht. Lukas hat mir erzählt, der den Quester spielt, dass er 3,5 Stunden in der Maske saß für seine Narben im Gesicht. Wie war das bei dir? Wie lange musstest du dafür? Das hat nicht ganz so lange gedauert. Die gingen bei mir ein bisschen schneller, weil sie natürlich nicht so ganz aufwendig waren, vorbereitet und nicht diese Extrem-Prosthetics wie bei ihm, die rauskommen mussten. Aber ich habe auch schon Maskenzeiten erlebt, die stellen sein in den Schatten, wo man dann um 2 Uhr morgens anfangen muss. Und so, das sind aber dann so Nummern, dass man kompletten Bart geklebt bekommt auf so rasierte Haut und so. Da ist man dann wirklich fertig danach, nach 7 Stunden oder so. Aber er hatte hier das schwerere Los als ich. Was war dein härtester Drehtag? Also gab es da auch so Tage, die wirklich ellenlang waren oder wo du immer wieder dann irgendwie nochmal was machen musstest, weil irgendwas nicht passt? Alle. Nein, aber alle waren intensiv, alle waren spannend, anstrengend, aber alle haben Spaß gemacht, weil es eben immer in der Geschichte bei 1899, bei Janti und Bo um viel geht. Es ist immer intensiv, es ist immer emotional, aber alle waren toll. Und man geht dann vom Set und merkt, ich habe nicht nur Energie gelassen und gegeben, ich habe auch bekommen. Und das ist der Grund, warum man am nächsten Tag sehr gerne wiederkommt. Letzte Frage noch. Du hast es ja vorhin so schön gesagt, da machen Leute. Was ist das denn für ein Gefühl, mal einen Captain zu spielen? Das war toll. Das war eine Rolle, die habe ich noch nicht gespielt. So eine Art Hierarchie und Kommando kommt in meinem Leben nicht vor. Und es war interessant, das mal zu machen und mal zu sehen, wie muss man sich selber verändern und bewegen, um diese Autorität auszufüllen oder zumindest so zu tun. Vielen lieben Dank und ganz viel Erfolg auch für die Starter-Serie. Ja. Hast du schon was sehen dürfen? Drück die Daumen. Ich habe die 2 Folgen, die wir heute sehen, auch schon gesehen in Toronto. Aber mehr noch nicht, oder? Nee. Dann sei gespannt, es wird richtig geil. Richtig geil.